Spitzenspiel am Guckenberg. Der VfB Bodenheim, Tabellenvierter, empfängt hier am 26. Spieltag der Landesliga Ost den Tabellenführer, den Spitzenreiter, den FC Speyer. Speyer kann vorzeitig die Meisterschaft perfekt machen. Der VfB Bodenheim will noch an den Relegationsplatz ran. Wie das Spiel läuft, ihr seht's, wie immer bei uns auf Hupa. Die Voraussetzungen sind also gegeben. Beide Mannschaften zu Beginn taktisch sehr diszipliniert, tasteten sich ab. Ein erster Torschuss von den Gästen in der dritten Minute. Es bleibt beim 0:0. Dann lange nichts. Bis zur 28. Minute. Speyer im Angriff. Steffen Burnickel zieht ab. Der Bodenheimer Dennis Hassenmer mit dem Ellbogen verhindert den Treffer. Elfmeter, rote Karte, Doppelbestrafung. Das Regelwerk. Für Speyer tritt Marvin Sprengling an. Gehalten. Marek Döhr verhindert den Rückstand des VfB. Torlos geht es in die Kabinen. In den zweiten 45 Minuten wieder der FC Speyer mit dem ersten Torschuss in der 46. Minute. Auf der anderen Seite setzt sich Bodenheims Manuel Wein in der 63. Minute überrechts durch. Flanke oder Torschuss? Die Latte klärt für Speyer. Dann wurde es nickelig. 70. Minute, Kevin Handrick vom VfB will den Ball, trifft den Gegner, gelbe Karte. In der Schlussviertelstunde nahm das Tempo nochmals zu. Chancen auf beiden Seiten, hüben wie drüben, aber Treffer, Fehlanzeige. Das Tor schien auch in den 5 Minuten der Nachspielzeit wie vernagelt. Mit 0:0 endet das Spitzenspiel der Landesliga Ost und wir haben die Trainer im Interview. 0:0 der Endstand hier am Guckenberg. Bei uns jetzt Ralf Gimi, der Trainer des FC Speyer. Herr Gimi, Sie haben sich immer hier schon schwer getan, haben das auch vorm Spiel gesagt. Jetzt nach 90 Minuten, 95 waren es, hart umkämpfte Schlussphase auch nochmal 0:0. Zufrieden? Ja, mit der Leistung meiner Mannschaft nicht. Wir können sicherlich besser spielen, was natürlich auch am Gegner hängt. Wir wussten ja, was Bodenheim an Qualität hat, an Leidenschaft spielt, an Zweikampfstärke hat. Genau das haben sie gezeigt, auch mit einem Mann weniger. Ob das für uns ein Vorteil war, weiß ich nicht. Wir hätten lieber das 1:0 gemacht. Aber unterm Strich sind wir mit dem Punkt zufrieden. Wir haben jetzt die 12 Punkte Vorsprung, können im nächsten Heimspiel das klar machen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es vielleicht schöner, wenn man zu Hause Meister wird, wie wenn man das auswärts feiert. Wir wünschen gutes Gelingen, bedanken uns für das Interview jetzt direkt nach dem Spiel. Alles klar. Gute Heimfahrt, auf Wiedersehen. Alles Gute. Ebenso, dankeschön. Auch im Interview jetzt bei uns Ludwig Ansbach. Herr Ansbach, 0:0. Eure Bank war sehr laut. Ihr habt einen Mann runtergestellt bekommen, Dennis Hassemer mit Körperfläche vergrößert. Das ist die Krux der Doppelbestrafung, das Regelwerk gibt es her. Körperfläche vergrößert, Elfmeter, Platzverweis. Dennoch mit 10 Mann aufopferungsvoll gekämpft, auch Chancen erarbeitet. Jetzt nach dem Spiel Frust oder doch sagen, den Punkt nehmen wir gerne mit? Ach, ich denke beides, weil Frust aus dem Grund, weil wir auch in Unterzahl ein klasse Spiel abgeliefert haben. Wir haben uns Chance erarbeitet, haben Pfosten getroffen, hatte Latte getroffen, ja, waren immer bereit, dem Gegner auch weh zu tun, indem wir Chancen hatten. Deshalb Frust, dass da vielleicht nicht ein Ball durchrutscht. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich auch stolz auf die Mannschaft, dass sie das gepackt hat. Dass sie gegen eine Mannschaft, die natürlich klar Meister wird, meiner Meinung nach, ja, so ein tolles Spiel gemacht hat und mit 10 Mann aufopferungsvoll gekämpft hat. Da kann ich nur alle Hüte ziehen und bin wahnsinnig stolz. Alles klar. Wir wünschen viel Erfolg dabei. Wir sehen uns und bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Ja. Danke auch. Ja, tschüss.